Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist René. In dem heutigen Video sind wir wieder bei SHR. Es geht weiter mit dem Golf. Sascha, was machen wir? Wir werden heute das Thema Ladeluft in Angriff nehmen, weil der Golf GTD ist ja mit einem wassergekühlten Ladeluftkühler ausgestattet und der Golf 7R ist ja Luft-Luft gekühlt. Ne? Das heißt, wir haben uns einen schönen Kühler von Wagner bestellt. Aus dem einfachen Grund, sie sind schön verarbeitet, haben TÜV zum Teil und die Passgenauigkeit ist sehr gut. Ne? Also es vereinfacht uns sehr die Arbeit. Das zum einen. Ich habe die Front schon mal vorweg abgebaut, um das alles noch ein bisschen einfacher zu machen. Wir haben noch einen neuen Wasserkühler bestellt, weil der GTD, also im Golf 7R würde es einfach so Plug and Play passen, das ist gar kein Problem, aber bei dem GTD nicht. GTD hat ja einmal den Zusatzwasserkühler für die Ladeluftgeschichte. Dadurch hat der Wasserkühler eine etwas andere Form. Da würde der nicht Plug and Play an das Wagner-Paket passen. Klimakondensator wird einfach hier nachher vorgeschraubt und dahinter kommt der Wasserkühler gesteckt. Wird das Ganze wieder in die Maske integriert und kommt einfach wieder dran. Ich hätte die Maske nicht abbauen müssen, weil ich den Motor schon draußen habe. Das heißt, ich könnte das Kühlerpaket einfach nach innen raus machen. Darum müsst ihr zu Hause die Maske abbauen, wie auch die Scheinwerfer und Stoßstange. Dann werden wir heute noch ein bisschen Getriebe machen, womit ich gestern schon begonnen bin. Da ist uns aufgefallen, dass das 2-Massenschwung hat, nicht auf das Golf 7R. Motorprodukt passt. Da haben wir ja eine von Sachs genommen, ne? Genau, von Sachs. Wir hatten ja schon Druckplatte und verstärkte Scheibe bestellt von denen, wollten das Ganze gestern zusammenbauen, sind leider in Stocken gekommen, weil es nicht von den Verschraubungspunkten passte. Golf 7R hat 8 Verschraubungspunkte und der GTD, weil sie den alten Unterrumpf noch benutzen, 6 Loch. So, dann haben wir für heute Morgen noch eine bestellt. Hier haben wir das gute Stück. Sieht sehr schön aus. Sag's auch immer wieder, sehr, sehr gute Qualität, Passgenauigkeit, super. Und das Ergebnis, was man nachträglich hat, ist super. Also ich konnte mich über Sachs noch nie beklagen. Das heißt, die haben wir jetzt deswegen, ich weiß nicht, ob wir das in einem anderen Video schon gesagt haben, weil die Originalkupplung da einfach nicht gereicht hätte, es hätte gerutscht. Ne? Genau, es ist zwar eine Dieselkupplung, die schon etwas mehr Drehmoment kann als die Benzinerkupplung. Da wir auf Nummer sicher gehen wollen und das Getriebe nicht nochmal ausbauen wollen und wir eigentlich aus Erfahrung wissen, dass eine Kupplung selbst bei einer Softwareoptimierung schon nachher anfangen kann zu rutschen, haben wir direkt schon eine verstärkte Version genommen. Wir haben uns für 2-Massenschwungrad entschieden, da wir das typische 1-Massen-Getriebegeräusch nicht dabei haben wollten. Ja, weil es halt mein Daddy ist. Genau, es soll so viel Komfort wie möglich sein, deshalb 2-Massenschwungrad. Das ist, finde ich, auch eine sehr gute Wahl und es ist auch ziemlich stabil. Weil wir ja vorher Wasserladeluftkühler hatten und jetzt Luft-Luft-Ladeluftkühler, müssen da dann noch irgendwelche Halter irgendwie gemacht werden oder irgendwie sowas? Nein, das Einzige, was wir in deinem Fall ändern müssen, bei dem Golf 7R nicht, in deinem Fall müssen wir halt den Wasserkühler ändern. Weil, wie gesagt, dahinter sitzt dann nochmal ein kleiner Wasserkühler für die Ladeluftgeschichte und die Aufnahmepunkte sind halt anders, ne? Wir haben jetzt einfach den Golf 7R Wasserladeluftkühler bestellt, der passt 1:1 in die Front rein. Das ist wieder das typische Volkswagen-Baukastenprinzip. Ne? Nein, wirklich, das ist ganz easy zusammenzubauen. Das, wie gesagt, es muss nur die Front dafür abgenommen werden und dann ist das ganz einfach. Okay, das heißt, womit fangen wir jetzt an? Wir fangen jetzt damit an, nachher den Wasserkühler auszupacken. Gucken uns das an, ob das alles in Ordnung ist. Ne? Man muss ja gucken, ob irgendwelche Beschädigungen sind. Dann würde ich anfangen, das Lüfterpaket zusammenzubauen. Mit dem Kühlerpaket zusammen, würde es nachher wieder in die Maske stecken und die Maske wieder ins Auto montieren. Hört sich einfach an. Ja, es ist klar, man sollte ein bisschen handwerklich begabt sein. Ne? Ein bisschen Schraubererfahrung sollte man haben, aber prinzipiell könnte es jeder lösen. Es ist halt nur einfacher, wenn man eine Bühne hat oder das Auto in eine gewisse Arbeitshöhe bringen kann. Und die Flüssigkeiten halt vernünftig abzulassen. Klimagas muss abgelassen werden. Man kann sich ein bisschen aufwendig machen, den Klimakondensator etwas zur Seite hängen. Aber Klimagas darf nicht in die freie Umwelt. Ist klar, umweltschädlich. Das Kühlwasser darf nicht einfach so in den Boden sickern irgendwo, wenn man es in einer Garage macht. Man sollte es vernünftig und gepflegt aufsaugen. Und ansonsten ist es eigentlich wirklich nur ein bisschen Schraubererfahrung. So, kommen wir nochmal zum Thema Wasserkühler. Ich hatte ja eben erwähnt, dass die Wasserkühler getauscht werden müssen. Ich möchte euch einmal zeigen, warum. Zum einen haben wir hier wird der Ladeluftkühler-Eingang oder eher gesagt, der Wasserkühler wird in den Ladeluftkühler-Eingang und hier oben verspannt. Ne? Bei dem Kühler vom GTD sitzen diese an der falschen Position. Das heißt, er wird auch hier eingeklemmt und hier oben verspannt. Ist alles in Ordnung. Die Wasserkühler
Anschlüsse sind an derselben Position. Das ist ja schon mal gut für uns. Und die Lüfterpositionen wären dieselben. Nur, wie gesagt, ohne diesen Kühler können wir diesen Ladeluftkühler nicht verbauen. Aus dem einfachen Grund, dass es einfach nicht passen würde. Ne? Golf 7R, GTD. Das ist einfach der Unterschied. Kühler sind auch erschwinglich zu kaufen. Das würde den Preis nicht viel unterschiedlicher machen, als wenn man ihn irgendwo im Internet bestellen würde. Aber brauchen wir jetzt ja halt nur, weil wir von GTD auch... Genau, das ist das Problem. Weil der Wasserladeluftkühler, der da verbaut wird, der hat eine etwas andere Aufnahme. Das ist der einzige Grund. Das sind die hier, ne? Nee, diese hier sind für die Lüfter. Ich drehe die Kühler einmal nochmal. Die Probleme sind dieser und dieser Halter, ne? Das ist falsch und in dem Fall wäre es richtig. Das sind dann diese hier. Ich zeige Ihnen das immer eben an den Ladeluftkühler. Der Ladeluft, das kann ich auch eben einmal machen. Diese Kanten werden ja hier vernünftig unten reingestellt. So. Und dann würde das hier oben verspannt werden. Mache ich jetzt noch nicht, weil ich da immer noch einen Gummiring zwischen mache, dass es nicht klappert. Ne? Dass es vibrierfrei ist und man lange Ruhe hat und sich den Kühler nicht kaputt scheuert. Das ist schön, ja. Ja. Und auf der anderen Seite, dann legt man sich das Ganze hier hin. Würde man den Klimakondensator nehmen, ich hole den einmal kurz. Wie man sieht, was wir eben schon mal angesprochen haben, im Thema Passgenauigkeit. Sehr gut. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, aber das ergibt sich sofort. So, und schon wäre er drinne. Hier oben kommen jetzt noch mal ein paar Madenschrauben rein. Und das Ding ist verspannt und fertig. Einbaubereit. Und da muss dann halt noch alles angeschlossen werden. Genau, ich würde jetzt das ganze Paket in die Frontmaske einbauen, würde die Frontmaske wieder anmachen, die Klimaleitung wieder anschließen, die Wasserleitung anschließen und Ladeluftsystem. Und dann sind wir damit durch. Ja, mit dem Ladeluftkühlerpaket sind wir jetzt fertig, haben wir schon zusammengebaut. Wir haben es jetzt zur Seite erstmal gestellt, weil wir jetzt mit dem Getriebe weitermachen wollen. Das heißt, Schwungrad montieren, Kupplung justieren, reinschrauben, Getriebe wieder anflanschen und danach wollen wir direkt den Motor einbauen. Und danach kann ich auch direkt die Front dran setzen. Ich lasse die Front jetzt nur ab, dann kann ich ein bisschen besser mich drüber beugen, überall gucken, dass ich dann nirgendwo hängen bleibe beim Reinmachen. Bei euch zu Hause natürlich Front ab, alles zusammenbauen, Front wieder dran, fertig. Gut, dann würde ich sagen, dass Kupplung zusammenbauen und Motor reinhängen gibt es jetzt nochmal wieder in einem Zeitraffer. Genau, denke ich auch. Ist ein bisschen zu aufwendig und zu lange. Und es gibt ja auch nichts zu erklären. Nein, es ist einfach wieder alles anschließen, wo es gewesen ist. Prinzipiell, wir bauen ja jetzt einen anderen Motor ein, aber der Motor ist von den Vorbereitungen so, dass es bei VW im Werk, da sind wir wieder bei dem Baukastenprinzip, dass es fast alles Plug and Play passt. Ne? Wir haben nur die Wasserschläuche, die passenden dran gemacht, dass wir da einfach nur überall die Klickverschlüsse wieder zumachen müssen und dann ist gut. Befüllen, Öl drauf, starten. So, wir haben jetzt die Kupplung montiert, inklusive Schwungrad. Wichtig dabei ist erstmal, dass die Auflagefläche auf der Kurbelwelle sauber ist.
wir auch bitte nicht das Staubschutzblech verlieren oder vergessen, ne, zu montieren. Bevor man, wie gesagt, die Schwungscheibe aufsetzt, sollte man gucken, dass die Auflagefläche auf der Kurbelwelle schon sauber ist, dass keine Macken, Kanten oder sonstiges drin sind. Gegebenenfalls sollte man da ein bisschen was nachschleifen. Also mit einem ganz feinen Schleifpapier eben den Kratzer oder die Kante, die da ist, wegmachen. Dann setzt der Schwungrad auf. Neue Schwungradschrauben verwenden jedes Mal. Festziehen, Drehmoment ist jetzt erstmal gleichgültig. Die Schwungscheibe wie auch die Druckplatte sollten richtig schön fettfrei gemacht werden, sonst hat man nachher das Problem, dass sie beim Einfahren permanent rutscht und vielleicht in dem Falle, wenn man sie nicht vernünftig einfährt, schon Last gibt, dass er anfängt zu rutschen und danach kaputt ist. Weil die machen von Haus aus schon irgendwie Fett drauf, damit es nicht rostet. Genau, dass man es halt, wenn sie es lange lagern, irgendwo was feucht ist oder so, dass es einfach nicht anfängt zu rosten. Genau, das ist einfach eine Konservierungssache, denke ich. Mhm. Bei der Druckplatte anziehen, ne? Man fängt nicht an, schraubt eine Schraube komplett rein, sondern man macht jede Mal Überkreuz, ne? Jedes Mal ein bisschen was anziehen, bis man nachher volle Anlage erreicht hat. Hat man die volle Anlage erreicht mit einem ganz leichten Handfest, muss die Druckplatte natürlich auch mit einem Anzugsdrehmoment wieder angezogen werden. Das habe ich jetzt schon eingestellt, das werde ich jetzt auch machen. Genauso wird man es über Kreuz machen. Diese ist ein bisschen zu fest, die löse ich wieder. Immer über Kreuz versuchen. Wie gesagt, weil sie sich sonst verspannen kann und vielleicht schon kaputt ist, bevor sie überhaupt gefahren ist. Fertig. Kupplungspaket. Fertig. Was ist jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre jetzt, dass ich die Welle im Getriebe einmal leicht anfette, dass die Gleitfähigkeit der Scheibe darauf gewährleistet ist, weil man sonst beim Entkuppeln die Gefahr besteht, dass der nicht vernünftig trennt. Ne? Also die Scheibe muss sich ganz frei auf der Eingangswelle vom Getriebe führen lassen können. Und das gewährleisten wir durch das Fett. Vorher habe ich schon mal einmal probiert, ob es überhaupt vernünftig passt. Und dann Außenlager erneuern. Dieses hier werden wir jetzt nicht erneuern, weil es schon ziemlich wenig gelaufen hat und es ist komplett noch im komplett gut ist. Also ich sehe da keinen Verschleiß. Mhm. Also habe ich da noch nicht kaputt gemacht. Nein, hast nicht geschafft. Verdammt. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja. So, dann werden wir das jetzt gleich montieren. Und daraufhin werden wir dann den Motor einbauen, denke ich. So, Motor ist schon mal drin. Hochzeit hat stattgefunden. Was machen wir jetzt? Jetzt werde ich gleich noch ein paar Kleinigkeiten anschließen, die ich noch vorher angeschlossen haben muss, wenn ich die Front jetzt vorsetze, dass ich da halt mir nicht alles zubaue wieder. Ne? Also im Prinzip kommt jetzt als nächstes die Front dran, Front anschließen und dann im nächsten Teil würde ich weitergehen an den Kabelbaum und Tank. Also im nächsten Video dann? Ja, im nächsten Video. Das heißt, ihr bekommt jetzt noch das Zeitraffer zu sehen von der Front. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.